So, meine Damen und Herren, hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe mir noch vorgenommen, dass ich so ungefähr eine halbe Stunde ungefähr zocke und dann eben alles aufnehme, was so Schönes passiert in meinem wunderschönen Leben. Im Moment fangen wir mit dem jetzt im Video, den wir uns eigentlich ausgeliehen haben für die Leiharbeiten. Fahren wir jetzt unsere Frucht weg für 1700, das 1000 Literchen. Und ein bisschen Geld wird uns schon einbringen. Aua. Also wenn so welche Schäden passieren würden, dann... Ja, im echten Leben, aua. Und im Spiel, ich glaube, da wären viele schon nach dem ersten Tag pleite. Vor allem, wenn man sich die teuren Fahrzeuge holt. Ja. War's das. Jo, wir sind jetzt unterwegs zur Mühle. Wie gesagt, mit dem ausgeliehenen Fahrzeug, weil wir können 60, wir können 65 km/h fahren. Das geht natürlich dann ruckzucki, dass wir oben sind und wieder runtergefahren sind. Und dann können wir, der Fiat arbeitet jetzt schon am anderen Feld zum Kuban. Die Baumwollmaschine, die arbeitet hart daran, die Baumwolle abzuernten. Das gibt's nie. Das kommt davon, wenn man so ein schnelles Fahrzeug hat. Ich habe noch was aus dem Silo mitgenommen. Das habe ich nicht auf der Aufnahme drauf. Nee, da bin ich gerade. Ich bin hier gerade vom Hof gefahren. Genau. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt eben voll gemacht. Ihr habt ja gesehen, letzten Part, wie viel drin ist ungefähr. Ich kann ja auch zeigen, was im Silo drin ist, damit die Leute reingucken können, die es interessiert. Hier. Ihr habt da Raps haben wir auch noch drin. Können wir ja dann mitnehmen, wenn wir Raps wegfahren. 5000 so. So. Achso, weil ich seitlich auskippen habe. 40. Jo, gibt gutes Geld. 72. Ist nicht gerade wenig. Wir können noch die 8000 wegfahren. Rentieren tut sich nicht, aber was haben wir sonst gerade zu machen? Wir können ja die Silos leer machen, so an sich. Aus das Hafer würde ich nicht wegfahren, das gehört zum... ich weiß nicht, ob ich noch Hafer überhaupt drinne. Gute Frage. Jetzt gehört ja zu den Pferdchen rein, aber die Pferdchen fressen ja sowieso gerade das Rücken weg. Oh, wir fressen das kaum. Wer weiß, was da falsch liegt oder was daran liegt. Wir werden jetzt einfach ein bisschen Geld verdienen, dass wir im nächsten und letzten Part in der Vorproduktion nochmal überlegen können, was könnten wir denn kaufen oder was kaufen wir denn jetzt überhaupt. Also ich bin ja immer noch für das Paar-Silo. Aber wenn ich so jetzt eine Kurke 75, na okay, wir können uns noch Dings nie leisten. Doch, die Schafweide könnten wir uns leisten, so ist es ja nicht. Gucken wir mal, was könnte man, also wir haben jetzt noch, das weiß ich nicht, was. Soja haben wir noch 5000, Gerste ist leer, Hafer haben wir noch ein bisschen, Raps haben wir noch. Raps können wir auch komplett wegfahren. Aber wohin? 1300 könnte man auch noch wegmachen. Machen wir erstmal kurz die Sojabohnen noch weg. Und dann fahren wir noch den Raps weg. Weil Raps, wie gesagt, wir haben 21.000 Anhänger und 20.000 irgendwas sind drinne. Deswegen fast glaube ich gut, dass wir noch den Raps schnell mal wegfahren. Und hier durch. Weg bin ich. Wie weit ich natürlich jetzt mit dem Dings bin, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie es überhaupt aufgeladen wird. Also nicht, dass ich gleich noch irgendwas brauche
Von meiner Seite eigentlich ja nicht. Die hätten mir ja sonst alles mitgemietet. Zur Verfügung gestellt. Also rein theoretisch brauche ich nichts mehr. Rein praktisch weiß ich nie. Ich weiß, wie es rausgeladen wird und sowas. Aber so an sich. Wichtig ist auch, dass man wirklich jeden einzelnen Pixel mitnimmt. Wir hatten das Problem gehabt, wirklich. Wir haben zwei Pixel da stehen gelassen und die Mission wurde nicht beendet. Dann braucht er natürlich auch ein bisschen, dass er leer machen kann, damit es überhaupt funktioniert. So, schon leer. 10.000 allein für 5. Also es war schon sehr effektiv jetzt. 1.700. So. Judy. Der, mein Technikschrank ist außerdem auch schon fast fertig geworden. Also das ist ein Wunder, das geht relativ schnell. Danke an meinen Kumpel vor allem. Dafür gibt es eben kein Bauvideo, weil er jetzt viel Freizeit hat, Leihzeit arbeitet und sowas. Und deswegen kann er, er probiert sich auch an einigen Sachen jetzt aus, was gut aussieht und was man machen kann und so. Deswegen kann es noch einen Moment dauern. Das wird geil, das weiß ich jetzt schon. Meine ganze Technik so verstecken. Freut mich jetzt schon. Also meine ganze nicht, meine Hälfte der Technik vielleicht. Ist das ungefähr. Ich kaufe mir noch einiges dazu und. So. Weizen, Hafer. Ja, guck mal, wir machen mal kurz Hafer. Füllen wir mal kurz hier auf die dem Futtertrock. Gut, ich muss andere Seite ranfahren. Ich weiß gerade nicht, wie ich umschalte. Ich glaube über Z oder so. Ist mir aber auch gerade sowas egal. Fahrzeug rein. Sind wir aber noch nicht voll. Bisschen hätten wir ja noch drin. Ne? Ist mir aber jetzt wirklich egal. Wir fahren jetzt noch die Sandblumen weg, fahren unseren Anhänger weg und fahren zurück zum Feld. Aber hier. Mich würde mal interessieren, der ist gut weit. Der ist auch bald fertig, der ist mit der Hälfte des Feldes, sieht eigentlich auch soweit alles fertig aus. So, also hätte man noch theoretisch Zeit. Es ist keine dringende Lieferung, trotzdem beim uns mal. Sagt der Hänger ist gleich voll, deswegen warum sollte man jetzt nicht wegfahren, das Zeug im Silo vergammeln lassen. Wir können natürlich auch Mais und uns die Maschine leihen. Somit haben wir Mais. Können wir, ja okay, wir bräuchten aber alle Maschinen mal leihen. Die müssen wir dann alle leihen. Was ist das Rumsleiden mit den Fahrzeugen? Hm. Bin einfach viel zu schnell, ich habe keine Gefühle. Wie auf Arbeit. Ich habe keine Gefühle. Ich weiß nicht, wie ich fahren soll. Wir mussten eigentlich bald schon wieder um sein. Wir haben ja 10 nach angefangen. Oh, 12 vor 10, 12 vor 20. Wenn ich mich nicht irre. So, dann fahren wir natürlich, wie gesagt, den Anhänger noch weg. Danach beende ich den Bad, ja. Dann machen wir die Grassache fertig. Dann haben wir mal den vierten da. Und wenn die Baumwolle fertig ist, können die Baumwolle fahren.
So, gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier über 100.000 kommen. Das ist eben die Frage, auf was man dann wirklich dann hinausgehen, was wir machen wollen. Falls ihr wirklich treue Zuschauer hätte, wenn mir in den Kommentaren stehen alles. Aber kommen Zuschauer, deswegen. Ja. Das Video wollte ich auch machen. Ach ja, ist noch so ein Haufen Zeug zu machen. Rein theoretisch. So vieles auf und vielleicht mache ich das erst Sonntag. Habe ich zwar nicht mal ganz so viel Zeit. Ich müsste ja noch mein Mikrofonständer, meine Kamera, ich muss ja alles aufbauen. Den Text sollte ich auch noch auswendig lernen am besten. Okay, ich kenne ihn einigermaßen. Und es wäre auch dadurch wieder ein lustiges Video, wenn ich die Texte nicht so richtig kenne. Aber es sollte ja auch ein. Ja, Liebesbeweis. Geht's anders. Die will ich außerdem noch zu Kaufland fahren. Da gibt es nämlich künstliche Blumen, nicht unbedingt diese Naschblumen, so ein Naschstrauß. Und sie kann es bei ihr halten, keine Blumen. Deswegen kaufe ich einfach so einen Strauß zu naschen. Jo. Hat sie einen Spaß, kann sie naschen, kann sie bis, ich habe extra geguckt, ein Jahr ist es halt, bis Mitte 90, Mitte 20 war es, glaube ich. Das Ding wird verbilligt, also ist jetzt im Angebot im Moment. Und hattet ihr überhaupt jemand zu Valentinstag, oder seid ihr diejenigen, die alleine zu Hause hocken, so wie ich damals, und sich hoffen, dass der Strom nie wegfliegt? Ich fahre mich rückwärts ran und lade das Ding auf. Sie fährt sich nach unten. Kann bestimmt ganz gut möglich sein. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ich Änderungen. Das hier zum Beispiel, das haben wir letztes Mal stehen lassen. Und schon ging die Mission nicht zu Ende. Na gut, bis nächstes Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.